Hi Leute, grüßt euch. Ich bin hier mit dem Anthony Chris, ja? Na, Chris Anthony. Im Home Place oder Homes Place, ja? Homes Place, ja. Potsdamer Platz, Fitnessstudio. Wir haben heute einen Motivationsfilm gedreht, kann man so sagen, oder? Ja. Mit Art Vorstellung vom Anfang bis Ende. Ja, richtig. Und war auch ein bisschen Training dabei, weil es für den Robert noch neu war, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Und ich habe immer so ein paar Einblicke gegeben. Vor allem fand ich sehr, sehr geil die Maschinen, weil bei mir zu Hause mache ich ja immer nur, sehen Sie auch mal bei Instagram Story, Einzelhandeltraining, ja. Mhm. Home Fitness, das war auch cool, aber was ich auf jeden Fall richtig gut fand mit den Maschinen ist, obwohl wir hier viel weniger Gewicht genommen haben. Ja, effektiver, ne? War so effektiv, viel aufgepumpter alles. Was sich natürlich gut anfühlt, das wollen wir alle, aber mir ging es darum, die Festigkeit, ja, der Körper, es fühlt sich viel besser alles an. Man, ja? Also, man kann besser gezielt die Muskulaturen auf jeden Fall trainieren. Das ist auf jeden Fall was Besseres, finde ich persönlich, als halt nur Homestudio, ist immer cool, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe ja auch zu Chris gesagt, wenn ich nach Berlin ziehe, will ich auf jeden Fall auch denn hier trainieren. Also ich habe ja hier Superfit ausprobiert, McFit, ja. Wie sie alle heißen und die verschiedenen Stationen einfach. Und jetzt ist einfach Homes Place war bis jetzt wirklich der Knaller. Und vor allem der Saunabereich, Wellnessbereich. Ey, also du kommst hier rein, das ist einfach wie so ein Luxushotel, finde ich. Ja, alleine, wie wir hier sitzen, ja, das ist hier am Eingang, ja. Also das hast du doch. Das hast du nirgendwo, ey. In kommender Pension oder so, ja, sag ich mal ehrlich. Wir sind hier in einem Fitnessstudio eigentlich. Ja, so. Ist, ja, in einem Schwimmbad, sag ich mal, war. Und da diese ganzen Duschen da mit. Dieses kleine Gimmick, das sind so diese kleinen Gimmicks, ja? Du kriegst hier Handseife, Gesichtscreme, Haargel, Duschgel, dann kriegst du Shampoo, Aloe Vera, die ganze Zeug, du kriegst hier immer Handtücher und sonst, das ist schon mega. Ich meine, wir wollen ja jetzt hier nicht nur über das Home Space reden, voll Werbevideo. Wir wollen ja auf jeden Fall, will ich ja auch dich vorstellen, ja? Was ja auch eine coole Geschichte, also Chris Anthony ernährt sich auch vegan und du kannst ja selber mal sagen, wie lange schon. Ja, auch mit KS die Sache mal kurz erzählen mit dem Programm und so, würde ich gerne mal, dass die Leute jetzt hören. Und wie du dein Leben so lebst, wie du klarkommst, was sind so deine Herausforderungen, dein Beruf und das alles, das ist, finde ich, ziemlich interessant in dem Bereich und habe ich auch noch nicht so gehört, ja. Also, vegan bin ich jetzt nicht mal ein Jahr. Ernährst dich vegan. Genau. Ist ja vegan Leben, ist immer so. Ja, das labern sie dann immer. Das ist bei mir schwierig. Ja, jeder gute Schuhe, Hosen, alles. Also bei mir ist es so, dass ich fast vegan mich jetzt ein Jahr lang ernähre, fast. Das Ding ist, ich war halt eine Zeit lang auch schon vegetarisch. Bei mir fing das alles an, ich habe mich unzufrieden in meinem Körper gefühlt, weil ich ja viel Sport gemacht habe. Also ich trainiere so 4 bis 6 Mal die Woche Sport oder mache ich Sport und ich war halt immer aufgebläht. Ich habe mich extrem aufgebläht gefühlt, das ging mir so auf den Sack. Auch immer Diäten versucht und irgendwie was durchzuziehen, aber ich war trotzdem immer noch so aufgeschwemmt. So. Und dann bin ich halt vegetarisch geworden, weil ich mir gesagt habe, okay, das liegt einfach auch an meinem extremen Fleischkonsum. Ja. Ich habe pro Tag mindestens 1 Kilo gefahren, ohne Witz. Ich habe mir alles reingeknallt. Nur Schwein oder was anderes? Nee, Schwein habe ich eigentlich drauf verzichtet. Viel Rind, viel Fisch, so ganz viel Geflügel, auch wie ein Bekloppter. Also ich wurde eine Zeit lang von einem Freund mit Fleisch bezahlt, ohne Witz. Ich habe damals mit Musik gemacht und der hat mich mit Fleisch bezahlt. Weil der in der Großküche gearbeitet hat, der mir, ohne Scheiß, der hat mir dann so immer so mal hier so einen Rinderrücken zugeschoben oder so eine Scheiße, also ganz krank. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Wenn ich jetzt nicht höre, da kriegt man so ein komisches Gefühl dazu. Aber witzige Story. Aber ich muss ja, da muss man trotzdem, also... Das ist cool, dass du das so erzählst. Auf jeden Fall, pass auf. Und dann war das bei mir, ich war jetzt aufgebläht und bin dann halt, okay, vegetarisch funktioniert, ich versuch's vegan. Und habe sofort nach schon 2 Wochen gemerkt, Alter, es ist wie, als ob ich von hinten die ganze Zeit eine Faust kriege, die mich anschiebt. Mhm. Ich hatte so einen Leistungszuwachs und dachte so, Alter, das geht gar nicht. Und das hat so in mir ausgelöst, du gibst jetzt nochmal Gas. Und dann kam es dazu, dass ich aufmerksam wurde, halt für ein neues Programm, was Karl entwickelt hatte, dieses Shred-Programm, wo er halt Shred, für Diät im Endeffekt. Und halt Leute gesucht hat, die es ausprobieren wollen, weil es halt gerade auf den Markt geht. Und ich sag so, ja, okay, hört sich interessant an. Für mich war interessant, und da kommen die Schlüsselwörter. Du kannst dich omnivor, vegetarisch oder vegan ernähren. Die Ernährungspläne, die in dem Programm sind, sind auf dich abgestimmt. Und das waren die Schlüsselwörter, die bei mir gesagt haben, alles klar, das nehme ich, weil für mich war immer das Problem, den richtigen Plan zu bekommen.
Also jetzt den richtigen Ernährungsplan, wo ich sage, dich abgestimmt, auf mich abgestimmt, das passt. Und vor allen Dingen vegan war für mich halt interessant in dem Moment auch extrem. Ja. Ich sage, okay, ich versuche es. Wenn es scheiße ist, kann ich immer noch sagen, mache ich nicht weiter. Aber ich habe ja schon diesen Anfang, nach zwei Wochen, weil ich dachte, Alter, ich raste aus. Das finde ich ein wichtiger Punkt, vor allem, dass man sagt, auf dich abgestimmt. Genau. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin jetzt zum Beispiel, ich ja nicht jetzt selber, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel in der Situation, okay, ey, ich merke irgendwie, so wie du damals jetzt, so als Beispiel, ey, ich will was anders machen. Ich merke irgendwie, je mehr ich tierische Produkte esse oder irgendwas möchte ich ändern haben. Ich will, dass es einfach leichter geht, ja. Und dann nehme ich das Programm von Karl S., wie kann ich mir das vorstellen, dass auf einem da so individuell eingegangen wird? Wird einem da gesagt, ey, okay, du rufst jetzt irgendwie da an und dann kriegst du da einen Ernährungsplan? Nee, das ist das Ganze. Und ich würde auch gerne mal den Preis wissen, ja, weil viele sagen ja mal, ey, ist so teuer, mache ich nicht, also, ja, und vegan ist sowieso so teuer. Also, und Karl S. macht ja auch nur kurz ein Zwischending. In seinem neuen Buch erzählt er ja auch, dass er irgendwie mit für 3 Euro am Tag sich vegan richtig gut ernährt hat. Kann man, ja. Also das ist ja alles total... Ja, überleg mal, was Bohnen, ja, Bohnen oder Reis oder Kartoffeln, das kostet auf Menge ja nichts. Da kannst du die ganze Welt mit ernähren eigentlich. Ja, ne? Na, überleg mal Kartoffeln, wenn du so ein 10 Kilo Sack holst, Mann, der kostet weniger, als wenn du, weiß ich nicht... Ja. Also wie kann ich mir das vorstellen mit dem Programm? Bei dem Programm ist es so, ja. Du... es ist schon, also jetzt um das ganz kurz zu fassen, es ist schon echt schwierig alles so. Ne? Ja, aber die wichtigsten. Ne? Du hast ganz, 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 ganz viele Rechner gibt es ja, so, wo man jetzt Körpertyp und Fettanteil und. Und da gibt es so viele kleine, ich würde mal sagen, Tabellen, an die man sich richten kann. Jetzt zum Beispiel ist ja wichtig, den Grundumsatz, den man halt hat, im Kalorienbedarf, den kann man ja errechnen. Jetzt Körperfettanteil, da gibt es ja die 3 Körpertypen, Mesomorph, Ectomorph, Endomorph. Und dann hat man immer ganz viele Beispielbilder und so Leitfaden, um halt für sich diesen Körpertyp zu ermitteln, seinen Körperfettanteil zu schätzen und dann halt über die Rechner einfach den Grundumsatz zu errechnen. Krass, nicht so schlecht. Also es ist wirklich professionell aufgebaut. Ja. Also es ist dieses Programm oder jedes Programm von Karl umfasst wirklich eine riesen Datenbank. Ist wirklich so. Und da ist es, dass halt jeder Körpertyp, an dem deine Parameter, die halt da aufgelistet werden die an die Rezepte angepasst. Weil es ist ja auch in der Diät, verlierst du ja an Gewicht und auch an Fett und dann müssen die immer wieder neu angepasst werden. Sagen wir mal, ich habe angefangen, im Shred war ich mit 2100 Kalorien und bin dann runter auf 1900 und dann ist ja mein Fettanteil irgendwann weniger geworden, aber ich brauche mehr Energie, weil ich ja mehr Muskeln habe und dann bin ich wieder hoch auf 2100 und erst momentan bin ich auf 2400. Cool. Also das ist so, um es mal schnell zu sagen. Genau. Ja, ich meine, wie wollen wir jetzt verbleiben, Chris? Erzähl doch mal, wann wird es ungefähr das Motivationsvideo geben? Oder online sein? Ja, spätestens. Erstmal auf deinem Kanal, solange meiner noch nicht fertig ist, ja? Ja, ich bin spätestens in der Woche fertig. Okay. Also, was haben wir heute? Samstag. Ja, Samstag. Ja, spätestens nächste Woche. Also, ich werde es auf jeden Fall verlinken, alles mit Chris, seinen Kanal und so. Guckt euch ruhig mal an, ja? Ja, gell. Okay. Also, es kommt jetzt im Laufe der Woche. Genau. Ja, ich setze mich ran, morgen gleich ein Stück los. Genau. Ja, erstmal mache ich mein Video fertig und dann. Und Chris, wir werden auf jeden Fall ein geiles Kochvideo auch mal bald machen, ja? Ja. Dann werde ich dir mal ein paar Sachen zeigen. Spannend. Ja, dann zeigst du mir, wie man schneidet und ich zeige dir, wie ich Videos schneide. Ja, dann machen wir genau, so. Genau, nee. Dann sind wir beide am Cut. Wir haben auf jeden Fall vor, noch ein paar Sachen zu machen und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen restlichen schönen Wochenende, wa? Ist jetzt nicht sogar ein Advent denn, wenn das Video kommt? Was? So dritter Advent sogar schon, ne? Ja, ja. Dann wünschen wir euch schon einen schönen dritten Advent. So. Ganz easy. Ja. Ich muss meine Stimme schon. War mir eine Ehre, danke dir, ja? Ja, und dann, schon sehr gefreut. Ciao, Leute. Bis nächstes Mal.